Ganz andere Aufregung heute Vormittag in Potsdam. Das Justizzentrum muss evakuiert werden wegen Bombendrohung. Über Stunden werden Prozesse verschoben oder gestrichen. Und Potsdam ist nicht mal der Einzelfall. In mehreren Bundesländern geht bei Gerichten die gleiche Drohung ein. Näheres von Jana Wochnick. Einer von 5 Sprengstoffspürhunden, die das Potsdamer Justizzentrum durchsuchen. 40 Polizisten gehen von Saal zu Saal, von Büro zu Büro. Um 7.30 Uhr hat eine Sachbearbeiterin eine verdächtige anonyme Mail entdeckt. Die Botschaft eindeutig. Wir sind informiert worden, dass bereits am gestrigen Abend im Justizzentrum hier in Potsdam eine Mail eingegangen ist, in der der Verfasser ganz offensichtlich droht, am heutigen Tage hier im Justizzentrum einen Sprengsatz zu zünden. 200 Mitarbeiter müssen ihre Arbeitsplätze verlassen. Die Gebäude von Amts- und Landgericht, aber auch Staatsanwaltschaft werden gesperrt. Strafprozesse wie der gegen einen Zigarettenschmuggler müssen verschoben, Verhandlungen gestrichen werden, so wie die von Familie Zeitreck. Es gibt da genug Verrückte, die vielleicht schlechte Erfahrungen im Richter gehabt haben und dann hier mal kurz einen Spruch ablassen, um alles ein bisschen, um sich zu rächen. In mehreren Bundesländern ging die gleiche Drohmail ein, so auch in Lübeck, Magdeburg, Düsseldorf, Erfurt, Wiesbaden und Saarbrücken. Fast alle bei Gerichten. Ärgerlich, sagen auch die Potsdamer Anwälte. Es ist natürlich für die Parteien ärgerlich, weil es zu wenig Richterstellen gibt und die Verfahren ohnehin zu lange dauern. Muss wieder ein neuer Termin anberaumt werden. Für jemanden, für den es um eine bedeutende Sache ging, ist es sicherlich sehr unangenehm. Kurz vor 13 Uhr Entwarnung. Bei der Durchsuchung fand die Polizei keinen Sprengsatz. Die Justizmitarbeiter kehren an ihre Arbeitsplätze zurück. Doch das Erlebte wirkt nach. Das ist ein großer Schock. Auf der einen Seite die Sorge um die Menschen im Haus. Auf der anderen Seite aber das Entsetzen, dass solche Drohungen überhaupt abgegeben werden. Nur die Bänder der Polizei an den durchsuchten Verhandlungssälen zeugen noch von der Aufregung an diesem Freitag. Wer die Drohungen ausgesprochen hat, die Polizei ermittelt gegen Unbekannt.